Ich habe ja mal mehrere Jahre lang Abenteuerwissen moderiert. Da haben wir uns ganz oft die Frage gestellt, wie vermittelt man eigentlich das Wissen richtig? Und das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, jeder, der in der Wissenschaftskommunikation unterwegs ist, also genauso wie hier auch das Gasometer in Oberhausen, wird wissen, welche Klippen zu umschiffen sind, welche Herausforderungen zu meistern sind. Zum Beispiel war es damals bei uns bei Abenteuerwissen im ZDF eine Herausforderung, dass die Sendung abends um 22.15 Uhr lief. Und wir waren uns sicher, ganz viele Menschen, die sind müde, sind kaputt, sitzen zu Hause auf dem Sofa, haben einen langen Arbeitstag hinter sich und möchten nicht die Schulbank drücken. Das heißt, die Angst davor, überfordert zu werden, könnte dazu führen, dass Menschen abschalten, weiterzeppen, sich abwenden. Und ich finde, wenn ich mich hier umschaue, gelingt das wirklich absolut fantastisch, dass über großartige Bilder, dass über emotionale Bilder, dass ich da berührt werde. Und ich glaube, so muss Wissensvermittlung funktionieren. Wir müssen emotional berührt werden und dann kann ich dabei auch das Thema transportieren.